Die Droidenarmee der Separatisten war eine der größten Bedrohungen in der Geschichte der Galaxis. Zwar eine erfundene Bedrohung, da die Klonkriege ja konstruiert waren, aber trotzdem eine verdammt große. Wären die Separatisten nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, da sie den Krieg ja gar nicht gewinnen durften, hätten sie ihn sogar gewinnen können. Das Konzept hinter der Droidenarmee war nämlich genial. Sämtliche Droiden, Fahrzeuge und Sternjäger arbeiteten perfekt zusammen, da sie von ein und demselben Computer gesteuert wurden. Wir haben es hier auf dem Kanal schon ein paar Mal besprochen. Es ist wie, als würde man Clash of Clans zocken und hätte perfekte Kontrolle über unzählige Truppen. Mit dem vermeintlichen Vorteil, dass Droiden in der Herstellung ja so günstig seien. Und ja, im Vergleich zu den Klonen waren sie wahrscheinlich nicht ganz so teuer, aber wenn man bedenkt, wie viele Droiden es irgendwann gab, dann entsteht trotzdem eine Gesamtsumme, die absolut geisteskrank ist. Fangen wir ganz entspannt an mit genauen Werten für die verschiedenen Droidentypen. Mit dem kleinen Haken, dass die Quelle dafür ein nicht mehr kanonisches Star Wars Rollenspiel aus 2007 ist. Kanonische Angaben gibt es noch nicht. Und bevor wir anfangen, wir werden hier natürlich die Star Wars Währung Credits benutzen. Und man weiß natürlich nicht, wie viel ein Credit wert ist. Zum Glück hat sich aber mal der englischsprachige Kanal Generation Tech die Mühe gemacht, herauszufinden, wie viele Credits ungefähr ein Dollar sind, indem er Lebensmittel- und Waffenpreise miteinander verglichen hat. Und er kam zu dem Ergebnis, dass tatsächlich ein Credit ungefähr so viel wert ist wie ein Dollar. Zumindest zur Zeit der Republik, denn als diese zum galaktischen Imperium wurde, gab es eine heftige Inflation. Zum Glück interessiert uns das nicht, da es die Droidenarmee ja nur in den Klonkriegen gab. Wir können uns jedenfalls merken, ein Credit ist ungefähr ein Dollar wert. Fangen wir mal mit den Kosten für die verschiedenen Droidentypen an. Danach machen wir dann eine grobe Rechnung, um zu ermitteln, wie viel die ganze Armee ungefähr gekostet hat. Laut dem eben erwähnten Star Wars Rollenspiel kostete ein B1 Kampfdroide ungefähr 1800 Credits. Er ist mit Abstand das billigste Droidenmodell, konnte aber auch außer Gehen und Schießen nicht viel machen. Die B2 Superkampfdroiden waren da schon ein bisschen fortgeschrittener. Sie waren deutlich stärker gepanzert und mit besseren Waffen ausgestattet. Das trieb natürlich auch den Preis nach oben, weswegen ein Superkampfdroide 3000 Credits kostete. Weiter geht's mit den Droidikas. Droidikas waren mit Abstand die gefährlichsten und tödlichsten Droiden in der Armee. Sie wurden speziell dafür entwickelt, Jedi zu töten. Mit der äußerst bedrohlichen Fortbewegungsmethode Purzelbaum konnten sie sich mit bis zu sagenhaften 80 km/h fortbewegen. Das muss man sich mal vorstellen. Droidikas dürften auf die Autobahn. Ein einziger Droidika kostete 20.000 Credits. Und jetzt wird seltsam, aufgrund ihrer hohen Kosten wurden nicht viele von ihnen hergestellt und man bestellte sie meistens in Dreiergruppen. So eine Gruppe kostete dann 60.000 Credits. Mengenrabatt ist in der Star Wars Galaxis wohl ein Fremdwort. Denn wenn es den nicht gibt, dann sehen wir auch keinen Zweck für Dreiergruppen. Aber hey, ist es halt so. Weiter geht's mit den Spinnendroiden. Die kosteten fette 70.000 Credits. Ihre kleinen Geschwister, die Zwergspinnendroiden, waren damit 15.000 pro Stück deutlich billiger. Die sehr flinken und geschicklichen BX-Kommandodroiden kosteten 17.900 Credits pro Stück. Was uns sehr überrascht hat, war der Preis der Magna-Wachen. Die sind nämlich mindestens genauso effektiv gegen Jedi wie Droidikas und kosten mit 19.000 Credits sogar ein bisschen weniger. Aber kürzen wir das Ganze ab und kommen jetzt zum interessanten Part. Wie viel Geld kostete die Droidenarmee insgesamt? Und um das irgendwie auszurechnen, müssen wir erstmal wissen, wie groß die Droidenarmee eigentlich war. Und Leute, wenn wir euch sagen, dass wir ewig versucht haben, irgendeine konkrete Zahl zu finden, dann meinen wir das auch so. In der Zeit, in der wir recherchiert haben, hat sich ein junges Paar von Coruscant in ein Schiff gesetzt, das nach Alderaan fliegt. Mehrere Lebzeiten und Generationen lang ist die aus dem Paar entstandene Familie dann auf dem Schiff mit Unterlichtgeschwindigkeit, also sehr langsam, nach Alderaan geflogen, sodass deren Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel irgendwann dort ankommt. So lang haben wir recherchiert. Wir haben unser Bewusstsein mit Sith-Alchemie unsterblich gemacht und sind jetzt in der Zeit zurückgereist, damit dieses Video noch pünktlich kommt. Und gebracht hat es trotzdem nichts, denn diese Zahl zu finden war einfach unmöglich. Also mussten wir anders an die Sache herangehen. Und zum Glück sind wir auf etwas gestoßen. Etwas, mit dem wir zwar nicht den genauen Wert finden können, aber uns der Sache langsam annähern. Sodass wir immerhin wissen, wie viele Droiden es mindestens gab. Und das sind schon unfassbar viele. Alles fängt an beim Lucre-Hulk-Klasse-Schlachtschiff. Denn die Droidenarmee ist größtenteils aufgebaut wie eine Matroschka-Puppe. Und der größte Teil, der von dem alles ausgeht, ist eben dieses riesige Schlachtschiff. Von diesen Schiffen gab es, und das ist ein bisschen seltsam, zwischen 1000 und 24.000 Stück. Eine genaue Zahl gibt es aus irgendwelchen Gründen nicht. Unsere Recherche ergab nur, dass es mindestens 1000 und maximal 24.000 dieser Schlachtschiffe gab. In dieser Rechnung gehen wir einfach mal von moderaten 10.000 Lucre-Hulk-Schlachtschiffen aus. Und nur damit ihr uns folgen könnt.
Dieses riesige Schlachtschiff ist Stufe 1 und es trägt mehrere kleinere Transportmittel. Das ist dann Stufe 2. Diese wiederum tragen Droiden, aber zusätzlich auch noch kleinere Transportmittel, also Stufe 3, welche wiederum auch Droiden tragen. Und wir werden jetzt jedes Transportmittel der Stufe 2 quasi in seine Einzelteile zerlegen und die Kosten dieser Einzelteile addieren. Die Summen der jeweiligen Stufe 2 Transportmittel addieren wir dann und nehmen dann die Gesamtsumme mal 10.000, da es ja ungefähr 10.000 von diesen Schlachtschiffen gab. Sie sind offiziell nicht zum Kauf verfügbar, aber auf dem Schwarzmarkt bekommt man sie für 40 Millionen Credits pro Stück. Also setzen wir alles, was jetzt folgt, in Klammern und packen mal 10.000 dahinter. Und wir kennen ja schon den Einzelpreis, nämlich 4 Millionen. Deswegen schreiben wir ihn schon mal in die Rechnung. Yep, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist falsch. Es sind nämlich 40 Millionen. Da das Video aber schon komplett fertig ist und wir es jetzt einfach hochladen wollen, lassen wir den Fehler drin. Und wenn wir dann fertig das Ergebnis haben, melde ich mich wieder und füge eine 0 hinzu und dann sollte das eigentlich passen. Ein Lucrehulk-Schlachtschiff trägt wie gesagt mehrere Stufe 2 Transportmittel. Fangen wir also an mit 50 C9979 Landungsschiffen. Dafür machen wir eine Nebenrechnung und schreiben, weil es ja 50 Stück sind, mal 50 dahinter. Der Einzelpreis eines solchen Landungsschiffes beträgt pro Stück 200.000 Credits. Die schreiben wir schon mal rein. Jetzt zur Kapazität. Ein Landungsschiff trägt 28 Zugangriffsgleiter. Wir fangen also die nächste Nebenrechnung an, schreiben mal 28 dahinter und schauen uns den Zugangriffsgleiter genauer an. Der Einzelpreis beträgt 37.000 Credits, also schreiben wir die schon mal rein. Des Weiteren beherbergt er 112 Kampfdroiden. Die kosten insgesamt 201.600 Credits. Das kommt also auch in die Rechnung. Die ist jetzt auch schon fertig. Wir haben hier also, in Klammern, 37.000 plus 201.600 mal 28. Das ergibt 6.680.800. Dieses Zwischenergebnis können wir jetzt in die Stufe 2 Nebenrechnung von unserem Landungsschiff schreiben und sind schon mal einen Schritt weiter. Ein Landungsschiff trägt außerdem 11 Multitruppentransporter, auch MTT genannt. Dafür machen wir eine neue Nebenrechnung und schreiben mal 11 dahinter. Wir packen auch gleich den Einzelpreis mit rein, der beträgt nämlich 138.000 Credits. Und witzigerweise beherbergen MTTs genauso viele Droiden wie die Zugangriffsgleiter, also 112. Deswegen schreiben wir auch hier die Gesamtkosten der Droiden mit rein, nämlich 201.600. Und das war's auch schon mit dieser Nebenrechnung. Wir haben also, in Klammern, 138.000 plus 201.600 mal 11. Das ergibt 3.735.600. Auch dieses Zwischenergebnis können wir in die Stufe 2 Nebenrechnung von unserem Landungsschiff schreiben, mit dem wir auch schon fast fertig sind, denn es fehlt nur noch ein Transportmitteltyp. Ein Landungsschiff trägt nämlich auch 114 gepanzerte Angriffspanzer, auch armierter Angriffstank, kurz AAT genannt. Und hier waren Jedipedia und Wikipedia so frech, uns keinen Einzelpreis zu nennen. Und nach intensiver Recherche waren wir auch nicht schlauer, deswegen müssen wir uns den Einzelpreis wohl oder übel ausdenken. Ein AAT ist kleiner als ein Zugangriffsgleiter, der bisher mit 37.000 Credits am billigsten war. Der AAT ist deswegen wahrscheinlich noch günstiger. Wir gehen hier einfach mal von einem Minimum von 20.000 Credits aus. Das ist auf keinen Fall zu viel, wahrscheinlich eher zu wenig. Aber wir wollen ja die Mindestkosten der Droidenarmee ermitteln und da kann man auch gern mal ein bisschen abrunden. Unsere Nebenrechnung zu den AATs fängt also schon mal so an. Wir setzen den geschätzten Einzelpreis 20.000 in Klammern und packen in diesem Fall mal 114 dahinter. Jetzt fehlt noch die Besatzung. Die ist hier sehr klein. 4 B1 Kampfdroiden, ein Kommandant, ein Pilot und zwei Kanoniere. Da das aber auch B1 Kampfdroiden sind, können wir einfach von insgesamt 8 B1 Kampfdroiden ausgehen. Und wir erinnern uns, die kosten 1.800 Credits pro Stück. Unsere Nebenrechnung sieht also so aus. In Klammern, 20.000 plus 8 mal 1.800 mal 114. Das ergibt 3.921.600. Das fügen wir auch sofort in unsere Stufe 2 Nebenrechnung für das Landungsschiff ein, die jetzt auch tatsächlich abgeschlossen ist. Wir haben also in Klammern 200.000 plus 6.680.800 plus 3.735.600 plus 3.921.600 mal 50. Das ergibt
ergibt 726.900.000. Also schon mal eine ordentliche Summe für die Landungsschiffe. Und wir neigen uns auch schon dem Ende zu. Denn neben den Landungsschiffen, die wir jetzt ausführlich auseinandergenommen haben, trägt ein Lukohul-Klasse-Schlachtschiff nur noch 1500 Droiden-Sternjäger bzw. Geierdroiden. Und das war's auch schon. Und die Kosten dafür lassen sich schnell ausrechnen. Ein Geierdroide kostet 19.000 Credits. Multipliziert mit 1500 kommen wir zu einem Gesamtpreis von 28.500.000. Und jetzt haben wir alles, was wir für die Gesamtrechnung brauchen. Wir haben also, Klammer auf, 4 Millionen. Das war der Einzelpreis eines Lukrohulk-Schlachtschiffes plus 726.900.000. Das war der Gesamtpreis der Landungsschiffe samt Besatzung und allem, was dazugehört. Plus 28.500.000. Das war der Gesamtpreis der Geierdroiden. Das alles nehmen wir nochmal 10.000, da es ja ungefähr 10.000 Lukrohulk-Schlachtschiffe gab. Und das ergibt fette 7.594.000.000 Credits. Hier fehlt, wie vorhin schon angekündigt, eine Null. Das eigentliche Ergebnis ist deswegen 75.940.000.000. So viel hat die Droidenarmee mindestens gekostet. Und es gab ja noch viel mehr Droiden außerhalb der Lukrohulk-Schlachtschiffe. Die Separatisten hatten ja auch noch unzählige Kreuzer oder Fregatten, die auch alle Droiden mit an Bord hatten. Des Weiteren sind in dieser Rechnung ja nur B1-Kampfdroiden zu finden. Kein einziger Superkampfdroide, Droidika, Spindroide etc. Das fanden wir ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, aber über die Verteilung der Droidentypen in der separatistischen Kommandostruktur findet man praktisch gar nichts. Deswegen können wir auch nicht wissen, wie groß die Dunkelziffer wirklich ist. Eine Sache können wir aber noch ausrechnen. Mehrere kanonische Quellen geben an, dass es pro 100 B1-Kampfdroiden einen Superkampfdroiden gab. Also zählen wir mal zusammen, wie viele B1-Kampfdroiden wir in dieser Rechnung hatten. Wir ersparen euch diesmal den Rechenweg. Davon habt ihr mittlerweile wahrscheinlich genug. Es sind 52.800.000 Kampfdroiden. Durch 100 und wir landen bei 528.000 Superkampfdroiden. Die kosten pro Stück, wie wir am Anfang gelernt haben, 3.000 Credits. Somit landen wir bei 1.584.000.000, die wir noch zum eben ermittelten Ergebnis dazu addieren müssen. Unser finales Ergebnis ist also 7.595.584.000.000. So viel hat die Droidenarmee mindestens gekostet. Das gleiche Spiel auch hier. Wir hängen noch eine Null dran und landen bei 75.955.840.000.000. Und es fehlt trotzdem noch viel. Falls ihr also noch irgendwelche Anhaltspunkte mit festen Angaben habt, mit der wir uns der Gesamtsumme nähern können, gerne in die Kommentare damit. Es kann immer sein, dass wir etwas übersehen haben. Aber ja, die Kosten der Droidenarmee lagen mindestens in den Billionen. Was dann doch etwas mehr ist, als man von den billigen Klappergestellen erwarten würde. Trotzdem muss man aber auch sagen, dass es für uns auf der Erde nach sehr viel Geld klingt. Wir sind aber auch nur ein Planet. In der Galaxis gab es ja unzählige Planeten und die Konföderation unabhängiger Systeme hatte ja auch sehr viele Systeme unter einem Deckel. Und damit auch viel mehr Ressourcen als irgendeine Nation unserer Erde. Und das macht diese riesige Summe dann schon deutlich realistischer. Und von diesen ganzen Planeten gab es den ein oder anderen, den man auf keinen Fall besuchen sollte. Ein ganz normal wirkender Planet kann sich nämlich als Todesfalle herausstellen. Was drei bestimmte Planeten so tödlich macht, erfahrt ihr in diesem Video. Josh und Dima out.